Hallo allerseits. Heute soll es bei unserem Automauertest um die Lautstärke dieses Geräts gehen. Ich persönlich finde das Teil wirklich sehr, sehr leise. Viel leiser, als ich eigentlich erwartet hatte. Allerdings behauptet meine Liebste, dass ich auch so nicht viel höre. Also werde ich das Ganze mal ein bisschen objektiver angehen. Dazu habe ich mir so ein Gerät zugelegt. Das ist ein Schallpegelmessgerät. Wie der Name schon sagt, damit misst man den Schallpegel. Das ist nicht so ganz genau dasselbe wie die Lautstärke, aber es kommt der Sache doch schon recht nahe. Wer das genau wissen will, ich werde unten in der Beschreibung ein paar Links zur Wikipedia setzen, wo das nochmal genauer erklärt ist, also der Unterschied zwischen Schallpegel, Lautstärke und so weiter. Husqvarna garantiert für den Automower 450X eine Lautstärke von 59 dB. Ich bin kein richtiger Soundexperte, deswegen habe ich mal in der Wikipedia nachgesehen, was es mit diesen 59 dB so auf sich hat. In der entsprechenden Tabelle findet man unter 40 bis 60 dB normale Unterhaltung in einem Abstand von 1 Meter und bei 60 dB Fernseher auf Zimmerlautstärke. Gefühl kommt das etwa hin, aber ich wollte ja objektive Werte präsentieren. Also habe ich mal einen Versuch aufgebaut. Links sieht man das Schallmessgerät, daneben die Kamera, die das Video oben links in der Ecke aufnimmt. Daneben steht unser Aufnahmegerät. Ich habe leider vergessen, den Pudel oben drauf zu setzen, deswegen hört man im Hintergrund leise Windgeräusche. Bei der letzten Runde war der Automauer sicherlich näher am Messgerät als 1 Meter, trotzdem betrug der Pegel nur maximal 58 dB, knapp 58 dB. Fazit, der Automauer ist ziemlich leise. Naja, außer wenn er Angst hat, geklaut zu werden.